Ja. Ganz ehrlich gesagt! Das ist jetzt for real Speed UHC, ja, ne? Steht doch da. Jetzt steht's erst da. Was willst du jetzt also fronten, Hugo? Ja, steht doch ja, da. Ja, du gehst doch Familie. Ja. Doch, dann Hugo, dass ich eben so dumm von der Seite angequatscht habe. Interesse an einem Sub-UHC in einer Stunde. Ich glaube, ihr würdet beide nicht so ein Sub-UHC fühlen, oder? Also. Ja, ich schon. Ich kann spielen. Ja, ich habe Danny schon geschrieben, dass ich da Bock drauf hätte mit ihm sowas zu machen. Weißt du, was er mir geschrieben hat? Was denn? Ich glaube, dazu solltest du noch ein bisschen üben. So, ich sag, hat nee, er gesagt? Ja, da habe ich gesagt. Nee, passt schon. Das sagt er. Ja, du sollst schon. Und dann sagst du, ja, ich mach ein paar Mal Speed-UHC mit dir. Also ich habe echt so richtig unangenehm, wo ich halt wusste, ja, okay, ist es mir jetzt einfach unangenehm, der will dann fast seine Stats so nicht kaputt machen. Aber ich habe so gesagt, nee, das passt schon. Also ich würde dann schon mit dir, also das geht schon. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, okay, dann passt schon. Worum ging es denn jetzt? Ein richtiges UHC oder meinst du jetzt Speed-UHC? Nee, ein richtiges UHC. Da hat er zu dir gesagt, da sollst du noch ein bisschen üben. Ja, ja, das Gold-Apple-Essen, das soll ich noch ein bisschen zu verinnerlichen und so. Nein, tot. Aber ich verstehe es ja schon. Also der hat einfach keinen Bock, komplett dazu versagen sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das passt schon. Erstmal, ja, weiß nicht. Als wenn das jetzt so low wäre, wenn man dann einfach jetzt stirbt. So. Also ja, also du, keine Ahnung, dass er jetzt nicht das Game mit dir gewinnen würde, ist klar. Und dass ihr vielleicht halt einfach First Fight sterbt, so, aber es ist halt einfach trotzdem lustig. Junge, da ist er der Übeltäter. Danny, was hast du mit Stegi gemacht? Stegi ist traurig, ne? Wo ist er? Bei mir im Chat gerade, ja. Danny, gib zu, du hast mir gesagt, ne? Es gibt noch kein UAC. Du meintest, dass du mit Stegi noch kein UAC spielen kannst, weil er zu schlecht ist? Bin ich gespannt, was er sagt. Er muss nur reinkommen. Ach so, er muss reinkommen. Ich hab's verstanden. Die Message ist angekommen. Ich hab mich nur schlecht gefühlt, Danny. Ihr dürft nicht vergessen, ab Level 16 bitte überhaupt eine Schwerter zu machen, ja. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Aber und ihr kümmert euch ja, also ich hätte jetzt sogar raus, aber um den Rest müsst ihr euch kümmern. Ja, ja. Bei normalen UHC sind alle Sachen gleich, ne? Also halt wie in normalen Minecraft, also kein ja, genau. Raid oder sowas wird geändert. Also kommen die jeweils auf die Szenarios noch an und so, aber ja, du darfst halt ein normales UHC, darfst halt, also ist halt nochmal ein bisschen halt krasser als jetzt ein Speed-UHC. Ja, ja. Ja, vor allem, weil es ja auch länger dauert und so. Muss halt reinkommen. Alter. Verstehe, was ist generell deine Meinung bis jetzt so zu Speed-UHC? Wie findest du es so? Macht sauber. Findest du? Ja, was gefällt dir daran so sehr? Also ungelogen, erstmal das Erfolgserlebnis. Also für mich ist es halt irgendwie noch cool, wenn ich einfach Dias finde. Jetzt mal, it's not shock. Mhm. Und man findet halt ja echt so viel und du fühlst dich halt richtig geil an, auch so fett viele Dias da so rausspringen zu sehen. Weil ich es halt echt noch nicht oft gespielt habe. Mhm. Und das macht einfach Bock. Dann hast du wahrscheinlich bis 31 Dias schon im Inventar. Da hinten wieder welche. Es gibt schon einige Sachen. Solo bin ich komplett getriggert letzt gewesen. Auch bald dann zum Beispiel auch hier Leute, die hinterherlaufen und sowas, ist es schon anstrengend. Ja, das ist doof. Dann denkst du echt, okay, weil die können dir jetzt echt komplettes Spiel kaputt machen. Das ist genauso, da bin ich auch letztes Mal bei Timo Lacat. Wenn bei dir bei Sammelfieber dir einer hinterherlaufen ja. Hat, ein Item. Einer hat ein Item reingesaut. Vielleicht war es sogar versehentlich, also ich bin komplett geraged. Ich habe gesagt, ja, okay, ciao. Die Runde kaputt gemacht, bin gequittet. Ja, aber das kann ich auch ein bisschen relaten. So, also, keine Ahnung, ich hatte damals richtig dicke Probleme in HG, so mit wirklich krass vielen Abfuckern und Streamsnappern und so. Und da fanden halt auch teilweise Leute, konnten das halt nicht so wirklich verstehen, aber Streamsniper, die halt wirklich konsequent so 2 Stunden versuchen, ja, ja. Wenn du HG spielst, dich zu trappen oder zu killen und so, und die sind nur darauf aus, das macht keinen Spaß. Oh, Stege, du baust dir momentan auch eine kleine Streak auf, oder hier so? Ja, so ja. Daily Streaming seit ja. Jetzt schon 3 Wochen. Tagen, ja, guck mal hier. Und, und vor allem die letzten 20 Tage insgesamt jetzt schon 124 Stunden live gewesen. Das ist halt echt viel, oder? Ja. Und ich habe jetzt schon echt daily so 8 Stunden, glaube ich, mal gestreamt, auf jeden Fall. Und wie hast du dich danach so gefühlt, nach 8 Stunden? Ja, es ist halt schon, auf jeden Fall, wenn irgendjemand was von dir möchte, mit dem du so sprechen musst, denkst du so, können wir bitte einfach irgendwie so, wenn das eben ich eher zuhöre oder so, weil du halt einfach denkst, ich kann, oh, ich habe jetzt so lange gesprochen, also ich will einfach gerade irgendwie was vielleicht auch mal konsumieren und nicht immer nur irgendwie. Ich kann wirklich nach dem Stream so, ich komme mir manchmal ein bisschen doof vor auch so, aber ich kann gefühlt irgendwie keine richtigen Gespräche mehr führen. Oh, ich habe jetzt alles Prot 2, also heute, oder jetzt war die Runde richtig, oder ging es richtig gut. Alles Prot 2 und ich habe noch 31 Dias übrig. Stark. Was ist das für ein Schwert? Stab 3 nur. Ja, passt schon. Ja, du hast ja damals gesagt, dann lieber... Ja, dann lieber mehr Rüstung. Also, du musst noch reinkommen. Wie kriegst du es denn momentan hin, ein Gap so? Weißt du, wann du mal so ein Gap wirklich fressen musst? Das kriegst du einfach so ins Gefühl so ein bisschen, aber wenn es halt... Ja, also ich glaube, sehr oft ist es eher so, dass ich direkt in die Situation komme, wo ich halt mit Danny dann irgendwie so direkt durch... gappen muss, also die ganze Zeit einfach nur essen. Also chuggen das, so. Ja, genau. Das ist halt noch der Scheiß momentan. Das kannst du halt wirklich machen, also durchchuggen, wenn du einfach gar nicht, also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass einfach mehrere jetzt auf dich draufkloppen und du brauchst einfach Hilfe vom Team, dann chuggst du einfach durch und sagst, Serio kommt. Weil das ist einfach so, als würdest du eine kleine Schutzschicht kurz um dich machen. So, Hugo, was hast du geschafft für ein Stuff? Ich hab 4 1/4 pro 2. Gut, da geht mehr, aber ist okay. Du spielst du öfter Speed-UHC oder ja gar nicht so? Speed-UHC, nur normale UHC. Okay. Alright, wir müssen uns ranhalten, Stegi. Und wenn was ist, wir sind da. Hugo, wir sterben. Nicht. Nein, tot! Guck mal da vorne, da ist doch direkt ein Solo. Ah, das ist der King Marlon, der ist gefährlich.
Guck mal. Nicht gut. Nein, keine Ahnung. Ja, weil das finde ich mal krass, Danny kennt so gut wie jeden Spieler, wenn ich dann spiele. Ja, Danny ist. Danny träumt auch von Minecraft. Oh Gott, du wirst so weggeteamt. Ja, moin. Ja, das ist ja wohl erlaubt, das ist ein TO3. Schön, Hugo. Wie viel Gaps habt ihr so? In der Euch, oder? Einfach sicher immer schön rein. Also, einfach sicher immer schön rein. Gut, das ist eigentlich ein Widerspruch. Alles gut bei dir, Stingi? Ja, ja. Das Problem ist, ich habe zwei Tasten auf meiner Tastatur. Du hast Maus. Zwei Tasten auf deiner Tastatur. Und abhängig ist von. Oh Gott. Komm mal über euch. Von welchem Hugo, pass auf. Ja. Hugo, wirst du zerteamt? Nö. Okay. Stingi, ich komme. Okay. Gap. Jetzt kommen die ganzen. Kommst du, weißt du, wo wir sind? Kannst du weiter in die Höhle reinkommen? Oh, hinter dir, Basti. Gap einfach, Stingi. Nein, ich hab das Ziel. Oh Mann, wir. Gott, weg hier. Pass auf. Ein Herz hat er nur, ne? Ja, hol dir. Schön. Und jetzt zu Hugo. Eieiei, ich bin doch ein bisschen. Oh, weggekommen. Schön, Hugo. Ruhig. Wir sind da. Hugo? Wir folgen dir, ne? Ist der hinter mir? Nee, komm zurück, Stegi. Achso, okay. Lass lieber zusammenbleiben. Guck mal, jetzt sind die Tasten hier unter. So komisch. Ja, dich will hier einer sabotieren. Oh Gott. Er nimmt uns so. Boah, hier liegt halt noch so viel Stuff. Stegi, weißt du, wo wir. Okay. Das macht mich, das beruhigt mich schon mal. Ja komm, das sieht doch soweit ganz gut aus. Und gerade in Speedwards hier würde ich immer pre-gappen von dem Fight. Auch wenn du voll bist. Einfach damit du die Regeneration hast. Mhm. Und der Golden Head, wie im Film macht er 4 Herzen. Genau, der macht 4 Herzen. Der hielt halt länger. So. Hinter mir? Ja? Ja, irgendwas war hinter mir. Ja. Ja. Schön. Oh. 43. Oh Gott, noch ein Gegner? Ja, oh ja, Stegi, komm an die Front jetzt hier. Stegi, stell mir jetzt vor, wie schön das ist, wenn du einen Fire Aspect hättest. Ja, oh Gott, 3 Leute, ne? Ja, wissen wir noch nicht, ob die uns wollen. Wenn die raufgehen, dann. Anscheinend lassen die uns gerade noch. Sorry. Oh, ist sehr, sehr tief da. Okay, die gehen auf uns, das andere 3 Team. Halt der gleiche wie Cave. Ja, ich bin der Cave. Okay, warte. Ich hab einen irgendwie, keine Ahnung. Ich bin mega weit außerhalb gerade. Oh Gott, bin tot. Nein. Oh Gott, kratze. Chuggen, jetzt musst du chuggen. Ja, ja, mach. Chuck, nicht, am besten nicht in die Border rein. Ja, ich glaub, ja, du bist safe. Wir haben den. Oh. Oh, komm, halbes. Oh mein Gott, wichtig. So wichtig. Schön, Junge. Stegi, alles gut? Habt ihr schön gemacht. Ja. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Siehst du, und da musst du chuggen. Ja. Das hat noch außerhalb der Border, die ist manchmal gefährlich. Ja, die hat echt ordentlich Damage gemacht. Ja. Guck mal, und jetzt, also hier ist auch zum Beispiel Crossen verboten und wir sind das einzige Dreier-Team. Das heißt, wir haben eigentlich die besten Karten. Es sei denn, es spielen welche illegal, aber dann möchte ich, dass die weggebannt werden. Interessante Lava. Das hat er sich so, glaube ich, nicht vorgestellt. Schön, Hugo. Ja, schön gesehen. Und wenn ihr zum Beispiel, wie viel Level habt ihr? 5. Und wenn man 7 hat, 7 Level heißt immer Sharp Pro 3 machen. Könnten wir halt reinkleanen. Mach ich auch. Ich glaube, der Solo will ich, Hugo. Bleib mal bei Stegi. Ja, wenn nicht, dann hau ab. Spiel halt sicher. Ja, den haben wir, Stegi. Das ist kein Thema. Guck mal. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir schnell zu Hugo, denn wir spielen als Team. Nie ohne. Nein. Das wäre jetzt krass, hätte Hugo gesagt. Mach mal Lärm für let's Hugo. Wenn es knapp wird, chuck einfach durch, wir sind gleich da. Was hat der Farbe? Ja. Richtige Richtung, oder? Ja, ich würde noch ein bisschen. Achso, ja. Tja, Fabi GRG. Wenn du dich mit Hugo anlegst, dann legst du dich mit mir an. Ja, und mit mir auch. Ja, und mit Stegi. Auch bei mir, auch in den Chat. Die ist egal, für links ich. Aber ist das nicht teurer dann? Nee. So, hier hat sich einer runtergegraben. Hinter uns.
Brauch mal den aus der Hilfe. Ja, yeah, passt. Ich mal zu Hugo. LOL. Oh, der Arm, Alter. Was ist das? Von oben, ach, von über oben, uns, von oben. LOL. Hä? Was? LOL. Ja, hat jemand einen Bogen, ne? Oh. Ja, ich bin gleich verwundet. Okay. Wunderbar, ja, oder? Ist doch eine geile Sache hier. Ja, ich bin immer schon tief im Rucksack, ne? Ach, steh. Wie viel Kills hast du? 2. Ja, guck. Lass mich wollen, dass du wollen machen, okay? Nee, nicht gegen ihn. Den Weg zerlege ich. Nee, der ist gut. Also der Nein, den Weg zerlege ich doch. Ja, gut. Dann machen wir 101 gegen ihn, Stieg. Okay. Den kleinen lege ich. Dann kommt deine Angel. Ja. So, jetzt musst du scappen. Hat er mehr liegen als ich? Ja. Gap jetzt. Er macht auch. Und jetzt drauf. Ich würde jetzt nochmal gappen. Ja, mach ich auch. Auch der Plan. Ja, die war nicht schlecht gerockt, das weiß ich. Schöner Hund. Ja, schöner Gap. Und. Mach nochmal. Ja, dann mach ich's nochmal. Ja, das. Ja, gappen. Oh, guck. Oh ja, oh Gott, ja. Ich muss durchgappen. Kann ich alleine sowas überleben? Ja, gapp einfach durch. Ihr seid so gemein. Nein, das ist nicht gemein. Wir wollten nur, also, ja. Okay. Ja, das wollen wir jetzt nicht versauen, so. Aber hast du gut gespielt? Also, du hast halt richtig, das hast du gut gemacht. GG. Wenn es dich gefallen hat, lass ein Like da.